den gibt es in der Zwischenzeit seit 2005. Ich achte nämlich nicht als selbstverständlich, dass man in Zeiten wie diesen zwar Wirtschaftskompetenz zeigt, so wie wir das ja üblicherweise tun, aber parallel dazu sich auch überlegt, was kann man an sozialer Kompetenz hier zusätzlich einbringen und das dann auch über längere Zeit durchhält. So Einmaleffekte, die macht man oft, die macht man gern, aber wirklich ein Commitment auf längere Zeit auszuüben, das ist eher unmöglich. Ganz unterschiedliche Projekte, überhaupt nicht miteinander vergleichbar, aber das Unmögliche hat unsere Jury getan und hier exemplarisch ein paar Projekte ausgewählt. So, jetzt wird spannend. Sie sind ja auch schon im Fernsehen aufgetreten, also man kennt Sie ja mittlerweile, eines der Parade-Startups in Österreich. Ja, also wie schaut es da auf diesem Höhenflug aus? Sind Sie jetzt schon international, steht da ein großer Konzern, sind Sie schon aufgekauft? Ja, wir haben zu dritt jetzt nach der Uni direkt gestartet, das war vor knapp einem Jahr. Wir sind mittlerweile 18 Leute. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, einfach eine Möglichkeit gefunden haben, dass man Jobsuchende, egal wo sie sich befinden, einfach dabei unterstützen, einen richtigen Job zu finden. Sie dürfen den Pokal nehmen oder was Sie lieber wollen. Ja. Sie sind groß genug, um beides zu halten. Ich kann am Ende eine Frage stellen. Die Community beantwortet es sofort. Ist das auch theoretisch während dem Unterricht möglich? Also geht es hier auch um Schummelzeitpunkt 0? Nein, es geht nicht nur um Schummelzeitpunkt 0, sondern es geht wirklich darum, dass du 24/7 eine Hilfeleistung für Schüler bietest. Aber wir digitalisieren inzwischen auch den Beton und können damit erreichen, dass unsere Bauunternehmer früher ausscharen, besseren Betonqualität haben. Machen Sie das öfter? Ja. Das ist perfekt, ja. Sehr professionell. Ja, jeder spricht vom Internet der Dinge im Industrie 4.0 Zeitalter. Es geht eigentlich mehr um die Menschen als die Dinge. Und wir bauen dementsprechend digitale Assistenzsysteme, die eben die Menschen unterstützen bei den Herausforderungen, die die Industrie 4.0 mit sich bringt. Also durch diese Digitalisierung erzielen wir Einsparungen zwischen 60% und 70% an diesem Prozess bei unseren Kunden. Alles vorhanden. Komplex ist es nicht, aber es ist alles vorhanden. Und ich bin schon ein bisschen älter als das Internet und ich habe begonnen mit Virtual Reality Markup Language, hat das damals geheißen. Manche erinnern sich noch, mein Flop gibt es nicht mehr. Es ist erstaunlich, was da heute im Browser alles geht. Und das wird im Business verwendet? Naja, also eher ein Marketing. Wenn ich das für die letzten Jahre gesehen habe, dann ist das erstens, die Leute werden immer größer auf der Bühne oder werde ich kleiner, ich weiß es nicht. Ja. Und beides wahrscheinlich. Ja. Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, es hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert und freue mich auf nächstes Jahr. Danke.